Wir machen's einfach. Auf hinein ins Verderben. Es war so klar, dass die mit dabei sind. Oder? Ah, nee. Die marschieren nur durch. Ach, Gott sei Dank. Das heißt, wir sind einzig und alleine im Krieg mit Aragorn. Das macht die Sache natürlich um einiges einfacher. Dann lassen wir das doch, würde ich mal sagen, auch ganz bequem angehen. Gleich erstmal zum Gegenangriff steuern. Achso, Geschwindigkeit kann wieder ein Stück hoch. Und hoch. Oh mein Gott, bitte nochmal Verstärkung. Bitte, bitte. Deutsche Sprache, schwere Sprache oder was? Und hin, allesamt. Wir vernichten jetzt die aragonische Armee. Sie muss vernichtet werden. Es geht einfach... Mein Gott, sind die schnell. Hinterher, hinterher, auf geht's. Zack, 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 zack. Nur keine Zeit verlieren. Gut. Und Pause. So. Ihr dahin. Ihr dahin. Ne, Moment. Halbieren da, halbieren da. Ihr hierhin. So. Dann... Halbieren... Hoch. Halbieren. Dahin. Wir besetzen jetzt nämlich jede Provinz von denen. Zumindest jede hier auf dem Landbereich. Und ich werde die aragonische Flotte angreifen. Da haut sie ab! Diese feigen Säcke! Es ist ja nicht zu glauben. Aber wir haben sie gestellt. Leider aber kein Schiff erobert. Egal, wir blockieren natürlich den Hafen. So, ihr halbieren dahin. Ihr halbieren dahin. Gott. Finanzen. Im Notfall müssen wir Kriegssteuern erheben. Ich hoffe, das bleibt uns erspart. Wichtig ist, dass wir jetzt hier schon mal die Oberhand haben. Selbstverständlich werden wir weit... Das ist mir alles eine Bagage! Ich muss aus Versehen zurückziehen. Es könnte aber sein, dass wir hier unterlegen sind. Also zumindest zahlenmäßig. Wo ist unsere Schutzflotte? Warum ist die da? Ich glaube, es hakt sofort dahin. Also, dass sie noch nicht mal den Handel schützen. So kann man keine Kriege gewinnen. Gott. Also, Freunde, sowas könnt ihr doch nicht machen. Für die Dauer des Krieges bleiben die bitte zusammen. So, wichtig ist, dass der 9er-Trupp da jetzt nicht auf dumme Gedanken kommt. Weil wenn die hier in Alicante angreifen, dann haben wir natürlich ein Problem. Na, Katze, schlecht geträumt. Armes Ding. So, naja, insgesamt sieht die Sache doch jetzt schon mal um einiges besser aus. Was kostet das jetzt im Moment? Ach du Scheiße. Kommen jetzt gerade diese Kosten her. Oh mein Gott. Okay, wir erheben Kriegssteuern. Auf jeden Fall.
Da. Nein, Moment, wo war das? War das doch hier? Ah, das war doch hier. Risiko nationaler Revolte plus 2. Naja, da kann ich mir jetzt aber auf Anhieb auch Schlimmeres vorstellen. Wichtig ist, dass wir jetzt hier erstmal stabil bleiben. Militärzugang von Algerien. Warum wollen die denn? Die faulen Säcke. Ah ne, die wollen mir helfen. Entschuldigung. Ich habe nichts gesagt. Das ist alles gut. Lagerung von Murcia verloren. Fuck. Ja, jetzt geht's los. Aber warum starten die keinen Gegenangriff? Sind die bescheuert? Nicht, dass ich was dagegen hätte, aber... Ah, doch, tun sie auf ihre Hauptstadt. Oh mein Gott. Hin, Leute, hin! Scheiße, komplett verloren. Naja, egal. Das dürften Verluste sein, die insgesamt zu ersetzen sind. Zu ersetzen sein können. Wohin marschieren sie? Was, sie sind vernichtet worden? Nee. Doch, sie sind vernichtet worden. Nee, doch nicht. Ich muss hier noch so ein kleines bisschen durchsteigen. Man wird es vermutlich kaum merken. Wohin? Hey. Wohin? Barcelona. Gut. So, dann muss ich dann nachher, wartet mal, 4, was macht das? 7, was hatte ich denn da für einen Truppen? 8 Dreier? 8 Vierer? Ja, dann war das ein 8-4er-Trupp. Das heißt, einmal Infanterie, dreimal Kavallerie. Können wir uns im Moment aber nicht leisten. Lassen wir mal die Finger davon. Euch halbieren wir nochmal ganz kurz. Was ist denn jetzt? Ich habe gesagt, halb... Ja, Freunde, ich kann mich nicht aufteilen, bitte. Um Melilla kümmere ich mich, wenn ich gleich Zeit dazu habe. So. Im Moment habe ich andere Prioritäten. Man mag es kaum für möglich halten, aber sie ist so. Okay. Ah, wir können auch wieder in eine neue Technologie investieren. Und zwar ins Militär. Ja. Ermöglicht Waffenträger und Langbogen. Okay. Wurde das jetzt automatisch gedingst? Nein, das müssen wir dann also extra machen. Überlegen Einheitentypen. Ja, ganz klar der Langbogen. Ja, jetzt haben wir Algerien Militärzugang gegeben, aber die faulen Säcke machen trotzdem nichts. Nur das ist ja so eine heuchlerische Bande. Die wollten mir nur Militärzugang geben, damit
Damit sie sehen, ob ich denen den Krieg erklären will. So sieht's doch aus. So sieht das doch aus. Ich weiß doch, wie der Hase läuft. Letzten Endes ist doch alles gleich. So. Achso, das hier dürfte jetzt natürlich auch unsere Bemühungen in Sachen Kernprovinz kaputt gemacht haben, ne? Ja. So, wie läuft's hier, Freunde? Toll. Ganz toll. Capture Chips 1, ja, ich merk's grad. Ein Schiff wurde gekapert und gleich wieder versenkt, hä? Gibt's die Flotte überhaupt noch? Scheiß da drauf. Wir schicken jetzt mal zur Reparatur. Ah ja, da segelt's rum. Weil ansonsten passiert das bei der nächsten Seeschlacht gleich wieder. Das wird nämlich das Problem gewesen sein, dass ein erobertes Schiff einfach so wenig Prozente hatte. Und dann wurde es selbstverständlich direkt versenkt. Ist vollkommen logisch. Ja, hätte ich selber ein bisschen mehr aufpassen müssen. Na gut. Russland, ja, wurde gewonnen. Gut, dann dürfen die schon mal nach Malle. Obwohl, ja, ich glaube, ich schicke die lieber hier runter nach Melilla, bevor die da die Provinz abgeben an Marokko. Das ist mir, sagen wir mal, weniger recht. Weil so viel werden wir jetzt hier sowieso noch nicht erobern können. Das ist der springende Punkt. So. Ja, so kann man das natürlich auch machen. Wenn sie meinen, das tun zu müssen. Bitteschön. Gut, die Rebellen sind geschlagen. Also im Moment halten wir uns so ein bisschen die Waage in Sachen Geld oder nicht Geld. Also eins kann ich, denke ich mal, schon mal mit Sicherheit sagen, dieser Krieg wird uns Ruf kosten. Nein! Ja. Abzackt. Dieser Krieg wird uns in jedem Fall Ruf kosten. Weil ich würde gerne Aragon schon mal so ein bisschen klein machen zumindest. 44 Dukaten erhalten 1000 Soldatenzahl. Verlieren 2 Kriegsmündigkeit. Ja, das kann ich leider jetzt so nicht in Anspruch nehmen. Dafür ist mir das... Oh! Ja, das ist... Dass mir hier nichts gegönnt wird, dass mir ein Spiel nichts gegönnt wird, das ist ja allgemein nichts Neues. Und dass natürlich Murphys Gesetze grundsätzlich in ihrer vollen Pracht zuschlagen, das schon gar nicht. Nun, ja. So. So langsam sollten wir uns dann nochmal Gedanken machen über die Belagerung des Hafens hier. Damit im Fall des Besetzens, dass der Insel nicht die Flotte abhaut. Das will ja nun wirklich keiner.
das hier? Animismus. Ja, schicken wir ihn halt mal hin. Ach, gucke mal. Vortäuschung eines Anspruchs der Provinz, okay. Solche sind das also. Ganz linke Bazillen sind das hier. Was haben wir hier? Auch Aragorn. Na, dann lassen wir mal Sizilien noch in die Unabhängigkeit, oder? Ich setze das Ganze mal hier eine Geschwindigkeitsstufe höher, sonst wird das alles nix. Ich nehme hier sowieso schon wieder viel länger auf, als es eigentlich wollte. Aber egal. Na, wir können einen Marktplatz bauen. Bringt was? Lokaler Handelseinfluss plus 1. Ach, nee, zu teuer. Einfach noch zu riskant. Das machen wir dann lieber, wenn wir wieder ein stabiles Einkommen haben nach dem Krieg. Und auch ein höheres durch die eroberten Provinzen. Das heißt, die nächste Sicherheit hat gewonnen. Und ein Transportschiff. Toll. Alles, was sie abwerfen, ist ein Transportschiff. So viel haben sie zu geben. Was kriegen wir? Ein Transportschiff. Und doch, ich beschwere mich jetzt darüber. Flottenausbau ist Flottenausbau, in welche Richtung er letzten Endes geht. Natürlich sind mir Kampfschiffe grundsätzlich lieber, vor allen Dingen die großen, einfach weil die so teuer sind. Aber, naja, gut, von mir aus. Gut, die Kanaren sind konvertiert. Und der Missionar ist wieder zu Hause. Was genau habe ich jetzt vor? Achso. Hey! Ja, diesmal können wir das machen. Friedensangebot abgelehnt. Was ist hier? Frankreich gegen Österreich, auch interessant. Ne, diesmal habt ihr Pech gehabt, Freunde. Hab ich eigentlich schon mal erwähnt, dass er so nicht arbeiten kann? Nein! Geht mir doch mal nicht alle auf den Senkel! So, Steuern hoch. Fuck, 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 fuck. Flotte, 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 ihr seid gefragt. Schnell, bevor sie abhauen. Ah, da geht's schon los. Komm schon. Ach, ja, so gut. Ja, das hat jetzt natürlich die Armee vernichtet. Was habe ich eigentlich verbrochen? Was waren das eigentlich? Der Rest von unserer Zwölfer? Habe ich jetzt einfach mal gemacht. Oh, die Portugiesen haben Ceuta verloren oder Ceuta oder was auch immer. Abgelehnt. Auf kommt jetzt, Freunde! Ihr werdet euch doch wohl nicht von so ein paar Danke.
das her? Ich rufe nach Frieden. Staatsheer Portugal, jawohl. Der Krieg könnte ja schon längst vorbei sein. Er könnte ja schon längst vorbei sein. Aber ich glaube, wir machen das jetzt auch. Wartet mal kurz. Also ich werde jetzt erstmal mein 12er Regiment wiederherstellen. So. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12! 12? Okay, das hat jetzt mehr gekostet, als es erwartet hatte. Wenn uns das mal nicht das Genick bricht. Naja. Ah, okay, Entschuldigung, ich nehme alles zurück. Alles bestens. Alles gut. Das Vieh kostet trotzdem zu viel. Bera, nicht schlimmer. Was ist denn Bera? Entschuldigung, ich muss mal kurz die Geschwindigkeit runtersetzen. Wer oder was ist denn jetzt Bera? Ach so, ja, Portugal. Habe ich sowieso kein Interesse dran. Und noch ein Pferd. Auf geht's. Okay, dann hätte ich gerne, dass das Ding Madrid heißt. Vergesst es! Meine ganzen Pläne, vergesst sie! Sie gehen sowieso nicht auf. Ach, das ist doch hier einfach so ein schlechter Scherz, was hier abläuft. Wie lange braucht das Pferd noch? 80 Tage. Na ja, gut, es dauert nicht so lange Abmarsch. Wichtig ist, dass wir jetzt endlich mal diesen Krieg hier beenden. Auch wenn es gerade die Flotte hier abhaut. Naja, mal schauen, vielleicht können wir sie rauslocken. Ach, Aragorn, meine ich. Hab ich dir jetzt auch richtig geschickt? Ich hoffe. Ja. So. Was, Friedensangebot von Savoy? Seit wann bin ich mit denen im Krieg? Ach, die sind mal beigetreten zwischendrin. Neapel auch. Leckt mich doch alle mal am Arsch. Sie fahren nur im eigenen Namen Weißer Friede, natürlich. Abgelehnt. So.
Angriff. Wir probieren es jetzt einfach. Ja, da war noch keine Chance. Na gut, dann versuchen wir stattdessen mal die aragonische Flotte rauszulocken. Ja, Probleme lösen, die Stabilität erhöhen wir einfach gleich wieder. Ich befürchte aber, sie fallen nicht drauf rein. Und in 3 Monaten sind wir nach dem aktuellen Stand pleite. Ja gut, dann mache ich das jetzt anders. Ich würde jetzt erstmal den Missionsunterhalt, den Flottenunterhalt runtersetzen. Damit wir stabil bleiben. Ja, ich weiß. Da gehen sie sogar mal in die 2. Reihe. Nein. Neapel, weißer Friede, akzeptiert. Gut. Das nochmal probieren. Ach, warum nicht? Ja, schade. Die Entwicklung war gut. Der Rest leider nicht. Gleich nach diesem Monat probieren wir es noch einmal. Sie wollen nicht kapitulieren. Egal, dann investieren wir einfach mal in administrative Idee. Kostet 480, ja, ist okay. Und diplomatische Technologie. Okay. Senken Kosten für das Senken der Kriegsmüdigkeit minus 10%. Achso, das war jetzt Zucker, okay. Ich dachte schon. Handelseffizienz erhöht? Gut. Hohe Kriegsmüdigkeit. Ja, Leute! Ich bin hier so gut wie durch. Haben wir's. Gut, alles klar. Pause und Verhandlungen starten. Frieden verhandeln. Was will ich? Volle Annexion, logisch, ist zu teuer. Ich würde sagen, wir nehmen mal Aragon. Und Alicante und Mallorca. Kernprovinzen. Messina, Neapel und Palermo, Neapel. Das ist schon zu teuer dann. Da müssen wir dann mal gucken. Nationen entlassen. Dann machen wir das eher so rum. Moment. Dann sollen die bitte... Achso. Ja, dann machen wir das so. Messina, Neapel. Bisschen Geld obendrauf. Das passt mir so alles gar nicht. Naja, gut, dann machen wir das so.
Das dürfte in Ordnung sein. Angebot. Wir haben nicht genügend diplomatische Macht. Was kostet die? 200. Scheiße. Hm.